Die Laserfusion ist ja seit einigen Monaten in aller Munde. Die Erwartungen sind ja gewaltig, sind ja riesig. Sogar in Talkshows wird es schon angeführt, als die unmittelbare Alternative zu all unseren Energiequellen. Es kann nicht mehr lange dauern, bis das erste Fusionskraftwerk elektrische Energie für geologische Zeiträume liefert und so weiter und so weiter. Unlängst erst gab es die Nachricht, Durchbruch bei der Laserfusion. Man hat mehr Energie rausgeholt, als man reingesteckt hat. Reden wir doch mal drüber. Wir wollen ja alle wissen, wann ist es denn nun endlich soweit? Am 9. Februar. Gut, da kommt kein Fusionskraftwerk. Am 9. Februar um 18 Uhr machen wir einen Livestream. Ich habe einen Gast, Hartmut Zohm, den Herrn über die Kernfusion in Deutschland. Wir werden die Lage besprechen und eure Fragen beantworten. Und ich sage euch auch, was ich wirklich von der Laserfusion halte.